dann auch an der Höhe, in der diese Schichten liegen und wie sie verbunden sind mit Nachfolgebauten. Also ich habe Ihnen das jetzt mal geglaubt, dass das jetzt hier die Gründungskapelle Ludwigs Fromm ist, passt auch von der Größe ungefähr und ja, ist ein ganz schönes Zeugnis eigentlich auch der langen Bistumsgeschichte, wie man überhaupt hier, das war uns vorher gar nicht so klar, wenn man jetzt hier anfängt zu arbeiten, wie viel Baugeschichte und Bauhistorie man doch hier noch findet, trotz der großen und doch sehr umfänglichen Kriegszerstörung. Das ist schon ganz beeindruckend. Wir sind eine ganze Menge Archäologen zugange. Die sind jetzt 3 Jahre am Graben. Die werden noch mal 3 Jahre brauchen, um die ganzen Befunde auszuwerten. Sie sehen hier teilweise hier Nummern. Das sind alles Einzelbefunde. Das sind mehrere tausende Befunde. Die werden jetzt erstmal gesammelt. Und da müssen sich hinterher ein ganzer Stab von Leuten dran setzen, das auszuwerten. Und dann wird sicherlich die Baugeschichte und auch die Schichtungsgeschichte an manchen Stellen neu geschrieben werden müssen, weil der Archäologe Boland, der sich nach dem Krieg mal hier getummelt hat, der war damals, als er 46, 47 hier angefangen hat zu graben, junger Student der Kunstgeschichte, hat dann hinterher noch promoviert über die Domgrabung, aber wir haben manche Sachen einfach nicht wiederfinden können, die er dokumentiert und ergraben hat, und wir müssen da manche Dinge etwas revidieren heute.